Die Fuchsbande. Gemeinsam lösen Niklas, Nele, Till und Fritzi spannende Rätsel in Neukreiselstadt. Fall 33. Der bebrillte Schwan. Die Fuchsbande schlendert durch den Park und entdeckt zwei Zipfelmützen auf dem Teich. Doch dann stellen sie fest, dass es Schwäne sind und es wird noch besser. Einer hat Haare auf dem Kopf und der andere eine Brille auf. Was ist denn hier los? An einem sonnigen Sonnabend im sonnigen Sommer schlendert die Fuchsbande mit ihrer Füchsin durch den Park. Nele zeigt neugierig zum Teich. Da, guck mal, was ist das? Mitten auf dem Wasser ragen zwei leuchtend weiße Zipfelmützen in die Höhe. Sind das etwa tauchende Zwerge? Doch da kippen die Mützen um und nun ist klar, was dort schwimmt. Zwei große Vögel mit langen Hälsen. Sie strecken ihre Flügel und schütteln das Wasser ab. Das sind Schwäne. Nicht, Fritzi, du vertreibst sie noch. Die habe ich noch nie in echt gesehen. Ich kenne die aus einem Buch. Niklas, Nele und Till setzen sich auf die Bank und beobachten die eleganten Vögel. Beide kippen wieder kopfüber nach vorn und tauchen mit Hals und Kopf unter Wasser. Die Schwanzfedern ragen zipfelmützig in die Höhe. Die suchen Futter. Sie gründeln. Doch als die Schwäne dieses Mal auftauchen, sehen sie merkwürdig aus. Der eine hat etwas labbriges Gelbes auf dem Kopf liegen und der andere etwas Dunkles, Eckiges auf dem Schnabel sitzen. Der hat eine Algenperücke auf. Und der dort einen Zweig auf der Nase. Wie lustig. Der Zweig sieht aus wie eine Brille. Doch dann lachen die Kinder noch mehr. Denn sie erkennen, was der Zweig in Wirklichkeit ist. Der Zweig sieht nicht nur aus wie eine Brille. Das ist eine. Der Schwan ist ein Professor. Ein Schwan als Brillenschlange. Das ist ein Brillenschwan. Da hat er echt die Brille auf. Aber woher hat er die? Aus dem Brillenteich oder von einem Professor stipitzt? Die drei können sich kaum halten vor Lachen. Der bebrillte Schwan, aufgeschreckt vom Jubel der Kinder, richtet sich auf und schlägt warnend mit den Flügeln. Wir müssen leise sein. Fritzi, du auch. Der weiße große Vogel schaut sich nach seiner Begleitung mit dem Algenhaar um. Dabei verrutscht die Brille. Jetzt sieht er aus wie ein verwirrter Professor. Die Schwäne steuern auf das Ufer zu und steigen aus dem Wasser. Sie setzen die Futtersuche im Schilf fort. Nun rutscht die Brille endgültig vom Schnabel des einen und die Algen fallen vom Kopf des anderen. Die Brille liegt am Ufer. Fritzi schnellt nach vorn und bellt. Die Schwäne recken ihre Hälse zur Fuchsbande und zischeln gefährlich. Fritzi, nicht! Die Schwäne fühlen sich gestört und gleiten ins Wasser. Das hat Fritzi gut gemacht. Wir können die Brille jetzt angucken. Die Fuchsbande läuft zur Böschung und Nele nimmt die Brille aus dem Gras. Sie ist schwarz und hat hier einen blauen Punkt und auf der anderen Seite auch. Sie hat einen blauen Punkt an jedem Bügel. Die gehört einem Mann oder einer Frau. Nele setzt die Brille auf, aber sie rutscht sofort vor an ihre Nasenspitze. Die ist dir zu groß. Es ist also keine Schwan- und keine Kinderbrille. Es ist eine Sonnenbrille. Fritzi macht Männchen und schnuppert intensiv am Brillengestell. Vielleicht riecht sie was. Schwanduft vielleicht? Die Brille lag doch im Wasser. Da ist der Duft abgewaschen. Manche Hunde können da trotzdem noch was erschnüffeln. Fritzi also auch. Die Füchsin läuft nun mit der Nase dicht am Boden in Schlängellinien über die Wiese. Bis zur Bank. Die Kinder gehen ihr nach. Sie hat wirklich eine Spur. Irgendetwas ist hier passiert. Nele, Till, Fritzi, das klären wir auf. Ja, genau. Wir haben einen neuen Fall. Da man immer damit rechnen muss, dass einem ein neuer Fall vor die Nase gerät, hat Nele das Ermittlungsbuch wie immer dabei. Sie zieht es aus ihrem Rucksack und setzt sich auf die Bank. Die Brille legt sie neben sich. Super, Nele! Das Mädchen schlägt das Buch auf und blättert vor bis zur ersten unbemalten Seite. Was nehmen wir als Symbol? Zwei Schwäne. Einer mit Haaren und einer mit Brille. Nele zeichnet zwei Vögel mit langen Hälsen. Der eine hat Algen auf dem Kopf, die aussehen wie eine Frisur. Und der andere trägt eine Brille auf dem Schnabel. Die sehen toll aus!
Nele blättert um und schreibt die Fuchsfragen auf die nächsten 5 Seiten. Was? Wo? Wann? Wer? Und warum? Es geht los!